Sie sind eine eingeschworene Gemeinschaft und präsentieren stolz wie Bolle ihre Schlitten. Der Opel Manta Club Sachsen ist auch 32 Jahre nach der Gründung noch aktiv. Wir sind derzeit 20 Mitglieder, verstreut über ganz Sachsen, beginnend beim Vogtland über Zwickau, Chemnitz, Mittelsachsen bis Dresden. Bevor die durchaus auffälligen Karossen vom Hof rollen, nutzen wir die aufgereihte Vielfalt und genießen Farbe und Form, Fuchsschwanz und Superbreitreifen. Wie bei jedem Treffen steht vor der Ausfahrt der Blick in den Motorraum an. Ja, die Themen sind so, ob man eine andere Nockenwelle eingebaut hat oder Fächerkrümmer verbaut ist, wie viel PS der Motor hat, etc. Wie schnell man fährt. Ja. Wenn ich hatte, ob er richtig läuft, ob er irgendwelche Probleme hat. Ahnung von Autos hat hier jeder und die allermeisten bauen auch selbst an ihren Boliden. Genau, das ist einfach auch das Schöne an dem Auto. Man kann viel selber machen. Es ist ganz simpel eigentlich. Die Ersatzteilversorgung ist gut und es ist ein schönes Erfolgserlebnis, wenn man sowas repariert hat und man dann einfach weiß, cool, jetzt haben wir endlich Ende März. Das Wetter wird langsam besser. Jetzt kann ich das, was ich über den Winter gebastelt habe, auch endlich mal auf die Straße bringen. Manta fahren ist ein Klischee, zementiert durch den ersten Manta-Manta-Film von 1991. Früher haben wir uns auch schon mit dem Klischee eher nicht so anfreunden können. Ich selber bin von Beruf Diplom-Ingenieur für Kfz-Technik. Wir haben im Verein selbstständige Unternehmer, wir haben Fleischer, wir haben Lackierer, das sind alles gestandene Leute. Das Brollische, was so das Hauptklischee an der Geschichte ist, das ist schon lange vorbei. Mitten im Konvoi versteckt sich ein ganz besonderes Auto. Es ist der 125 PS starke Opel Manta, welchen Til Schweiger im Kinofilm gefahren hat. Ich habe den Mitte der 90er Jahre wurden da mal einige Opel-Fahrzeuge, einige Opel-Filmfahrzeuge verkauft. Und da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich den dort erwerben konnte. Andreas, Philipp, Silvia und all die anderen Mitglieder haben mindestens zwei Sachen gemeinsam. Sie lieben den Manta und gehen mit einer ordentlichen Portion Humor durch ihr Leben. Mein Lieblings-Manta-Witz habe ich wahrgemacht. Bin auch nicht der Einzige aus dem Club, steht im Manta vor der Uni. Woran erkennt man jemanden, der einen Automatik-Manta fährt? Der hält auch das linke Bein noch zum Fenster raus. Woran erkennst du einen Manta-Fahrer im Krankenhaus? Der ist der Einzige, der unterm Bett liegt und schraubt. Wer noch mehr Manta-Witze hören will, für den bietet sich Anfang August eine gute Gelegenheit. Dann nämlich veranstaltet der Club ein dreitägiges Manta-Treffen in Oederan in Mittelsachsen.